Ja, ich bin seit langem mal wieder hier und erzähle euch was über das FabLab in München, weil da wohne ich mittlerweile. Also nicht im FabLab, aber in München. Nee, das ist eine andere Geschichte. Genau, also ja, erstmal FabLab, wieso FabLab? Das ist ja irgendwie so Hackerspace. Ja, nee, nicht so ganz. Und zwar, es ist jetzt im Vergleich nicht ganz so gemütlich. Das heißt, da sitzt du da nicht mal so rum, hast keine Sofas, kein gar nichts und alle sind viel, viel, viel produktiver. Oder so. Ja, es gibt noch so ein paar andere FabLabs in Deutschland, nicht nur das in München, sondern auch in Aachen, die waren das erste. Dann die Dingfabrik in Köln, das Garage Lab in Düsseldorf und noch viele mehr. Also, zum FabLab München. Und zwar, das sind zwei Kellerräume in München-Neuhausen und so ein bisschen Platz im Erdgeschoss, da den aber irgendwie keiner nutzt oder nutzen darf, mag, soll. Wie auch immer. Ich habe genau ein gutes Foto von dem Laden gefunden. Das war das. Das ist der eine Raum. Ja, da sieht es mittlerweile auch ein bisschen anders aus. Das ist so, ich glaube, als sie den Raum gerade frisch bezogen haben. Also, wenn ihr es jetzt sehen wollt, müsst ihr leider hinkommen, weil ich habe keine Fotos gefunden. Tragische Geschichte. War jetzt, ja, ich war halt irgendwie so, hab's letzte Nacht nicht mehr nach München geschafft. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall, diese beiden Räume sind mittlerweile auch voll. Und zwar steht da unter anderem ein Lasercutter, zwei 3D-Drucker, eine CNC-Fräse, eine Stickmaschine, ein Schneideplotter, ein Haufen Werkzeug, 3 Tonnen Schrott wahrscheinlich, und noch viel mehr rum. Und irgendwie, man sucht auch nach einem neuen Raum, aber in München überhaupt irgendwie Raum zu finden, ist so ein bisschen schwierig. Und wenn, dann ist es teuer. Das heißt, das kann noch ewig dauern. Aber gut. Genau, was gibt's da so? Was machen wir so den ganzen Tag? Es gibt einen Mitgliedermontag, an dem auch Nichtmitglieder kommen dürfen, aber er heißt Mitgliedermontag. Es gibt das FabLab Kids, das ist so ein Workshop alle 2 Wochen für Kinder, irgendwie samstags 3, 4 Stunden, wo sie dann irgendwie immer zu einem gewissen Thema halt irgendwie lasern oder irgendwelche Mini-Roboter bauen oder weiß Gott was machen. Dann gibt es den Laserabend, das ist so ein bisschen so eine Einführung in den Lasercutter mit allem drum und dran. Alle paar Monate gibt es so ein Open Fab Lab, wo dann irgendwie alle Welt vorbeikommen darf und so ein bisschen so eine Ausstellung ist von Projekten und allem drum und dran. Und immer wieder gibt es sogenannte Meet and Make Events, das ist so ein bisschen so ein Workshop, nur nicht ganz so organisiert. Also es, man sieht, man setzt sich zusammen, hat irgendwie ein Thema und frickelt da irgendwie dran rum. Dann, was gibt es für Projekte? So mal so ein kurzer Auszug. Ja, es gibt einen 3D-Drucker, der mittlerweile angeblich sogar zweifarbig drucken kann. Dual Extrusion. Dann, ja, Dinge aus einem Lasercutter. Das ist eine Handyhalterung fürs Fahrrad, die ich letztens gebaut habe. Noch mehr Zeug aus dem Lasercutter, wo irgendwer. Das ist ein Versuch. Also man kann ja mittlerweile Dinge so lasern, dass man sie biegen kann. Das ist der Versuch, Dinge so zu lasern, dass man sie wölben kann. Hat erstaunlich gut geklappt, aber das Ding ist, auch wenn das Bild vielleicht anders aussieht, irgendwie so groß gewesen. Dann noch was auf dem Lasercutter, dieses wunderbare Konstrukt, was da um die Y-Achse des Lasers rumhängt, dient dazu, runde Dinge zu belasern. Das heißt, da liegt jetzt ein Glas drin und das ist oben und unten auf 2 Rädern, die sich frei drehen können. Und wenn man jetzt die Y-Achse nach vorne und nach hinten bewegt, bewegt sich nicht nur das Glas, sondern es dreht sich auch noch gleichzeitig. Das heißt, man kann rundum das Glas lasern. Dann, ja, wir haben eine neue Laserabsaugung gebaut, weil unsere alte kaputt gegangen ist. Das ist so ein Bild von diesen FabLab Kids. Dann sind da irgendwie so meistens so 5 Kinder oder so, die dann da irgendwie ein bisschen rumspielen und halt irgendwas machen. Das sieht irgendwie so nach Laser Abend aus oder so. Genau. Dann ein bisschen zur Finanzierung. Der Mitgliedsbeitrag ist ein bisschen teurer. Sind eigentlich normal 28 Euro, ermäßigt 18.
Es gibt einen Aufnahmebeitrag, warum auch immer, der ja meiner Meinung nach ziemlich hoch ist, aber gut. Dann gibt es Veranstaltungen, die halt was kosten, zum Beispiel halt FabLab Kids kostet pro Kind irgendwie, ich glaube, 5 Euro plus Materialkosten. Ansonsten gibt es Workshops, die halt irgendwie ein bisschen was kosten, also Geschichten. Dann natürlich Spenden, wie alle, erstaunlicherweise unheimlich viel Fördergelder, was viel mit diesem FabLab Kids Programm zusammenhängt, worüber es halt irgendwie Fördergelder sowohl, ich glaube, von der Stadt gibt, aber auf jeden Fall von verschiedenen Firmen, die das halt finanziell unterstützen. Da hat das FabLab vor einem Jahr oder so mal eben 13.000 Euro für abgesahnt. Und dann gibt es Leihgaben, jetzt nicht, ja, geht auch mit den Finanzierungen rein, zum Beispiel der Lasercutter ist nicht gekauft, der ist von der Stiftung als Leihgabe, steht da einfach nur bei uns rum. Dann Kommunikation, immer wieder ein schönes Thema. Es gibt ein Wiki, ein leider auch internes Wiki, aber teilweise auch extern. Eine interne Mailingliste, yay. Nee. Danke, da habe ich drauf gewartet. Es gibt ein Newsletter, irgendwie so alle 1-2 Monate, seit ein paar Wochen einen Tumblr, wer das wohl gemacht hat. Und es gibt einen IRC-Channel seit 3 Tagen. Davon weiß im FabLab nur keiner noch was von. Ja. Ansonsten, wenn ihr jetzt irgendwie mehr über das FabLab wissen wollt oder einfach mal vorbeikommen wollt, www.fablabmünchen.de ist die Webseite, darunter das Wiki, der Tumblr und ihr könnt im FabLab natürlich auch auf Twitter followen. Und darum, kommt mal vorbei. Noch Fragen? Alle bei dir schlafen, ja. Wir haben einen Garten, ihr dürft gern zelten bei uns. Hast du ein Wort, ja? Kein Problem. Dann muss das aber, glaube ich, bis zum Studium brauchen. Ja, leider schon rum oder zum Glück. Wie finanziert man denn, wenn man jetzt das Laser macht? Kostet nichts. Also der Punkt, also dadurch, dass wir den Laser ja nicht bezahlt haben, haben wir halt, also es geht halt über die Mitgliedsbeiträge im Endeffekt. Du kannst halt auch als Nicht-Mitglied den Lasercutter nutzen, das kostet dann, weiß ich jetzt aber auch gar nicht. Ich glaube irgendwie, dann zahlst du auch stundenweise und dann kostet die Stunde 30 Euro oder so. Das heißt, eigentlich lohnt sich ab der ersten Stunde, die du laserst, kannst du auch Mitglied werden. Ja, und Material musst du halt bezahlen. Sonst noch Fragen? Vergleich, hier, da. Ich kann auch die Kamera ausmachen. ist schwierig, also es ist halt irgendwie ganz anders. Also, wie ich schon gesagt habe, dieser Unterschied, FabLab, Hackerspace, man denkt, es ist nicht viel, aber wenn du halt das eine gewöhnt bist, ins andere reinkommst, sind dann doch irgendwie weg. Also allein schon dadurch, dass du, also ich meine, wir haben halt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das in dem Bild hier sieht, ganz am Anfang, da. Dieser Tisch, es ist nicht mehr der gleiche Tisch, aber das ist so, der jetzt da steht, ist glaube ich genauso groß. Und das ist so alles, was du an Sitzfläche, die jetzt nicht irgendwie zweckbezogen ist, hast. Also du hast halt nicht irgendwie so einen Tisch oder irgendwie eine Sitzecke oder irgendwas, sondern ja, das ist halt alles das, was du an Platz hast, um dich einfach mal so irgendwo hinzusetzen, irgendwas machen. Der Rest ist halt irgendwie dann, keine Ahnung, sitzt halt am Laserarbeitsplatz, an der Fräse, an irgendwas. Ja, macht halt schon einmal irgendwie auch einen Unterschied vom Gemeinschaftsgefüge her, von der Kommunikation untereinander, also Geschichten.